Himmelpfortkommando. Das Finanzministerium braucht einen neuen Chef. Der neue ÖVP-Obmann Mitterlehner will das Amt nicht übernehmen. Aber was muss ein Finanzminister können? Dazu ein Schaltgespräch mit Ex-Finanzminister und Ex-Bundeskanzler Franz Vranitzky. Stadt im Schock. Mehr als 1000 Kinder sollen in der englischen Stadt Rotherham über Jahre hinweg missbraucht worden sein. Die Behörden haben weggesehen. Der Bestseller. Kein österreichischer Autor verkauft mehr Bücher als Daniel Glattauer. Sein neuester Roman heißt Geschenkt. Die ZIP 2 mit Armin Wolf. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur ZIP 2. Es ist kein Job, um den man Reinhold Mitterlehner beneiden müsste. ÖVP-Obmann. Der sollte idealerweise eine Mischung aus Flohzirkusdirektor, Verkaufsgenie, Niederösterreich-Versteher, Diplomat und Dompteur sein. Mitterlehner bringt da mehrere Vorteile mit. Er kommt aus einem wichtigen ÖVP-Bundesland, wenn auch nicht aus dem wichtigsten, und aus dem mächtigen Wirtschaftsbund. Er hat jahrzehntelange Erfahrung mit Partei und Medien und gilt als ebenso ehrgeizig wie als geschickter Verhandler. Erwin Pröll vertrauter ist er allerdings keiner. Aber wo steht der neue ÖVP-Obmann eigentlich politisch? Eine Positionsbestimmung von Claudia Neuhauser. Was unterscheidet Reinhold Mitterlehner von Michael Spindelegger? Außer, dass der eine Niederösterreicher und der andere Oberösterreicher ist. Eine Menge. Und das fängt schon bei der politischen Herkunft der beiden an. Den scheidenden Parteichef prägte der Schwarze Arbeitnehmerbund mit starken weltanschaulichen Prinzipien. Den neuen, der Wirtschaftsbund und die Sozialpartnerschaft. Mitterlehner ist ein bürgerlich-liberaler und kein christlich-konservativer. Von den Wählergruppen her ist das ein Vorteil, denn die ÖVP verliert ja Neos und Grüne und nicht an eine extrem konservative Christenpartei Stimmen. Ob alle Funktionäre der ÖVP das genauso sehen, ist eine andere Frage. Im Gegensatz zu Spindelegger scheute sich Mitterlehner jedenfalls nicht, die Parteilinie auch einmal zu verlassen. Beim ewigen Thema Gesamtschule zum Beispiel. Der Herr nur mit der Entscheidung, wo ein Gymnasium ist, darf nichts anderes sein. Werden wir auch nicht drüber kommen, das wird ein permanenter Diskussionsprozess auch in Zukunft sein. Oder in der Ausländerpolitik, Thema Arbeitserlaubnis für Asylwerber. Ein Problem ist sicherlich, dass es viele tausend Personen gibt, die jetzt im Zuge eines Verfahrens in Österreich sind und keine Arbeitsgenehmigung haben. Und hier entsteht vor allem in der Bevölkerung manchmal der Eindruck, die wollen nicht arbeiten und in Wirklichkeit würden sie gerne wollen. Frauenquote in Aufsichtsräten, auch da überrascht der Partei. Und Wirtschaft. Daher wäre unser Vorschlag, dass wir hier beispielgebend vorangehen und eine bestimmte Quote erfüllen als Selbstverpflichtung, um auch dann den anderen Betrieben im Privatbereich ein positives Beispiel zu geben. Und beim Sparzwang gibt Mitterlehner unlängst sogar seinem Finanzminister Kontra. Wenn wir von einer Wissensgesellschaft sprechen, dann brauchen wir auch die entsprechende Dotierung. Querschüsse. Als Minister kann man sich die leisten. Als Parteichef auch. Denn wenn Mitterlehner alle in sein Boot holen will, dann müssen die auch bereit sein einzusteigen. Dafür ist wohl Taktik gefragt und Diplomatie. Hat sie Mitterlehner? Sein roter Spiegelminister kann jedenfalls bestens mit ihm. Auch wenn die Beschreibung heute vielleicht ungewollt uncharmant ausfällt. Er ist relativ sachlich immer hervorragend informiert und manchmal erscheint es ein bisschen hölzern, aber das ist es in Wahrheit überhaupt nicht. Und wichtig ist aber eines, dass man sich in der Sache bemüht, Dinge voranzutreiben und dass man sich aber das auch bemüht, ohne mediale Begleitmusik. Aufbrausend und ungeduldig, das kann der neue ÖVP-Chef auch sein. Zumindest wenn es um die Verteidigung seiner Anliegen geht. Das sollen schon alle in seiner Umgebung einmal gespürt haben. Auch das politische Gegenüber. Mir persönlich gegenüber kann ich das so nicht nachvollziehen. Doch Geduld ist eben auch eine politische Kategorie. Vor allem für einen ÖVP-Chef. Und eine gewisse Leidensfähigkeit schadet wohl auch nicht bei ZIP 2 Reporterinnen. Der Beitrag war natürlich von Claudia Dannhauser und nicht von Weltjournal-Kollegin Claudia Neuhauser. Reinhold Mitterlehner wird ÖVP-Chef und Vizekanzler, aber er wird nicht neuer Finanzminister. Er will im Wissenschafts- und Wirtschaftsministerium bleiben, holt sich dort aber einen Staatssekretär zur Entlastung. Das könnte Jochen Danninger werden, dessen Staatssekretariat im Finanzressort wird jedenfalls aufgelöst. Dass es noch andere Umbesetzungen im ÖVP-Team gibt, schließt Mitterlehner nicht aus. Die wirklich spannende Frage lautet aber, wer wird neuer Finanzminister oder Finanzministerin? In dieser mächtigen Funktion gab es zuletzt eine enorme Fluktuation. 5 Minister in nur 7 Jahren. Aber was muss man als Finanzminister
ihn überhaupt können. Das ehemalige Winterpalais vom Prinz Eugen in der Wiener Himmelpfortgasse, Sitz des österreichischen Finanzministers. Bald wird hier ein neuer einziehen oder eine neue. Allein das Finanzressort zu verwalten ist schon eine Mammutaufgabe. 11.500 Mitarbeiter in ganz Österreich unterstehen dem Chef. Angefangen beim Zoll über die Finanzämter bis zur wichtigen Budgetabteilung. Politische Priorität hat für den neuen Finanzminister jedenfalls eine Steuerreform, meint der Experte und hat auch schon genaue Vorstellungen. Wir brauchen eine Steuerreform und damit sie möglich ist, muss Platz dafür geschaffen werden, indem auf der Ausgabenseite gespart wird. Und gleichzeitig müssen wir auch noch mehr für die Zukunft ausgeben, für Forschung, Ausbildung und für die Umwelt. Und das sind drei Aufgaben, die erst miteinander in Einklang gebracht werden müssen. Wer Finanzminister wird, der braucht Durchsetzungsvermögen, nicht nur gegenüber dem Koalitionspartner, auch für Verhandlungen mit den Ländern und mit den anderen Ressorts. Er kann die anderen Minister an die Kandare nehmen und ihnen etwa höhere Einsparungen abverlangen. Und dann muss der Finanzminister auch viel Leidensfähigkeit mitbringen, denn er ist auch Bankeigentümer, Stichwort Hypo Alpe Adria. Die Bank hat heute ihre Halbjahreszahlen präsentiert, einen weiteren Megaverlust von 1,7 Milliarden Euro. Das ist nicht unbedingt ein Thema, mit dem man gerne in Medien präsent ist. Einer, der dazu schon viel gesagt hat, immer wieder auch in ORF-Interviews, ist Gottfried Haber, 42 Jahre alt, Professor für Wirtschafts- und Finanzpolitik an der Donau-Universität in Krems. Seit gestern wird sein Name häufig genannt, wenn es um den Posten des Finanzministers geht. Haber sitzt seit kurzem im Generalrat der Nationalbank und im Fiskalrat, dem ehemaligen Staatsschuldenausschuss. Politische Erfahrung hat er nicht. Die hat ihm Hans-Jörg Schelling sicherlich voraus. Der 60-Jährige wird ebenfalls als möglicher Finanzminister gehandelt. Seit 5 Jahren ist er Chef im Hauptverband der Sozialversicherungen. Hohe Positionen hatte er auch in der Wirtschaftskammer. Sein Geld hat Schelling vor allem im Möbelhandel verdient, bei der Firma Lutz. Nebenbei ist Schelling auch Aufsichtsratschef einer weiteren Problembank, der Volksbanken AG. Auf Wiedersehen. Sein Nachfolger als Finanzminister sollte Anfang nächster Woche präsentiert werden. Überraschungen sind nicht ausgeschlossen. Und im Kreisky-Forum in Wien begrüße ich jetzt den ehemaligen Finanzminister, Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzenden Franz Vranitzky. Guten Abend. Guten Abend. Herr Dr. Vranitzky, Sie haben heute im Ö1-Mittagsjournal wörtlich gesagt, ein Finanzminister, der kein Politiker ist, der ist unvorstellbar, das ist absoluter Unsinn. Sind Sie zu dieser Erkenntnis gekommen, weil Sie damals mit Andreas Staribacher, mit einem Steuerberater, einen Experten zum Finanzminister gemacht haben, der nach nur 9 Monaten wieder aufgegeben hat? Nein, das war nicht die Quelle meiner Erkenntnis, sondern ein halbes, dreiviertel Leben lang politisch denkend und interessiert gewesen zu sein, kommt man zu dieser Auffassung ohne Schwierigkeit. Jetzt sind Sie ja selber als Quereinsteiger in die Politik gekommen und Finanzminister geworden. Sie waren vorher Bankdirektor. Warum sollte sowas heute nicht wieder funktionieren, dass zum Beispiel ein Bankdirektor, ein Sozialversicherungsdirektor oder ein Wirtschaftsprofessor Finanzminister wird? Es ist nicht so wichtig, was jemand vorher getan hat, sondern es geht darum, dass er zusätzlich zu den fachlichen Eignungen und den persönlichen Eignungen eben diese Qualität mitbringt, sich in das Politische einzufügen, das Politische zu seinem Hauptziel zu machen. Denn letztendlich ist Finanzpolitik, Budgetpolitik, Steuerpolitik ja mehr oder weniger, es ist wichtig, aber ein technokratisches Hilfsmittel, um andere Ziele, nämlich politische, zu erreichen. Schon aus einer persönlichen politischen Überzeugung heraus, aus einer Gesinnung heraus, wenn Sie so wollen, ich zögere nicht, das Wort zu sagen, auf der Grundlage einer bestimmten Ideologie, die er sich erarbeitet hat. Jetzt will Reinhold Mitterlehner das Finanzministerium nicht selber übernehmen, sondern als Parteichef und Vizekanzler im Wirtschaftsministerium bleiben. Jetzt gilt aber das Finanzministerium gemeinhin als das wichtigste Regierungsamt neben dem Kanzler. Ist diese Entscheidung von Mitterlehner richtig? Ja, ich bin nicht dazu da, Entscheidungen des Herrn Minister Mitterlehner zu beurteilen. Aber unabhängig davon und losgelöst von irgendwelchen handelnden Personen hielt ich es für ziemlich schlecht in Wirklichkeit,
wenn der Vorsitzende, der Obmann einer Regierungspartei gleichzeitig Finanzminister sein würde. Ich weiß, dass das in der Vergangenheit jetzt einige Male der Fall war, aber es war nicht richtig. Kommen wir zum Inhaltlichen. ÖVP-Doyen Andreas Kohl hat heute gesagt, Michael Spindlecker sei mindestens genauso sehr an der SPÖ gescheitert wie an seiner eigenen Partei, weil die SPÖ völlig gegen das Regierungsprogramm und gegen alle Abmachungen gemeinsam mit der Gewerkschaft diese Vermögensteuerkampagne hochgezogen hat und die ÖVP und Spindlecker damit unter Druck setzt. Hat er da nicht ein gutes Argument? Im Koalitionspakt ist von einer Vermögensteuer überhaupt keine Rede. Ich verstehe natürlich, dass jemand, der eine bestimmte Sache nicht will, sagt, vergesst mich, das mache ich nicht, das steht nicht im Regierungsprogramm. Wenn die anderen das aber für richtig halten und für erforderlich, dann wird man es ihnen wieder nicht verdenken können, dass sie sagen, wir können ja eine wichtige Materie nicht nur deshalb außer Acht lassen, weil sie nicht im Regierungsprogramm steht. Und hier ist ja der Schnittpunkt, wo die beiden Regierungsparteien ja letztendlich zusammenkommen müssen, wenn sie eine Steuerreform auf die Beine stellen wollen, die diesen Namen verdient. Ich habe mir Ihre Interviews der letzten Monate alle durchgelesen. Ich habe keine klare Aussage von Ihnen gefunden, ob Sie eigentlich für diese Millionärssteuer sind, die die SPÖ derartig propagiert. Sie haben recht, ich habe mich zu keiner einzigen Steuerart geäußert, weil meine Erfahrung darin besteht, dass eine Steuerreform und eine große Steuerreform, die jetzt kommen muss, nicht im Vorhinein so ausdiskutiert werden kann, dass man sich auf eine einzelne Steuer konzentriert, sondern das muss ein in sich geschlossenes, organisch ausdiskutiertes Paket sein, in welchem verschiedene Steuerarten sicher vertreten sein werden. Und wenn etwa zur Gegenfinanzierung der geforderten Lohnsteuersenkung ein vermögensteuerliches Element drinnen ist, und das ist so ausgewogen, dass beide Seiten, die verhandelt haben, damit leben können und sagen, ja, ich habe diesem und jenem zugestimmt, weil ich dieses und jenes andere damit erreicht habe, dann verdient ein solches Paket den Namen Steuerreform. Aber ein besonders vehementes Plädoyer und besonders flammendes Plädoyer für eine Vermögenssteuer war das jetzt nicht? Naja, es ist nicht immer die Zeit für flammende Plädoyers, weil Flammen zünden auch manchmal was an, was man gar nicht haben möchte. Aber ich habe mich ausgedrückt deutlich, ich bin für ein ausgewogenes Paket und sage noch einmal, wenn da Vermögenssteuern drinnen sind oder vermögensbezogene Steuern und wenn damit ein wichtiger Counterpart zu anderen steuerpolitischen Maßnahmen erstellt werden kann, dann wird niemand etwas dagegen haben, es sei denn, er ist dogmatisch festgenagelt. Sind sich praktisch alle einig, dass die Koalition, obwohl sie diesen berühmten neuen Stil versprochen hat, in den letzten 8 Monaten einen veritablen Fehlstart hingelegt hat? Die FPÖ liegt in praktisch allen Umfragen auf Platz 1. Warum ist das so? Ja, Fehlstarts kommen überall vor im Leben. Das haben wir nicht nur in der letzten Zeit erlebt, sondern das wissen wir aus der Lebenserfahrung. Aber wenn jemand eben einen Fehlstart passiert, dann muss er die restliche Strecke, die nicht vor ihm liegt, umso schneller laufen, um den Fehlstart zu korrigieren. Nachdem jetzt die ÖVP ihren Obmann ausgewechselt hat, ist Werner Faymann der optimale Vorsitzende für die SPÖ? Sie werden sich nicht sehr wundern, wenn Sie von mir da jetzt nicht ein Ja oder Nein hören. Ich habe alle möglichen Hobbys, aber Heckenschütze bin ich keiner. Und werde mich dazu auch nicht äußern, sondern werde, ich habe vorher gesagt, positiver Realist davon ausgehen, dass der Bundeskanzler alle Kräfte zusammenholen und zusammennehmen wird, um diese befürchteten Entwicklungen nicht eintreten zu lassen und auch in einer nicht zu fernen Zeit von den Umfragetafeln wieder an der Spitze herunterlacht. Da habe ich noch eine letzte Frage an den Realisten Franz Franitzky. Glauben Sie, dass diese Koalition bis 2018 halten wird? Ich glaube es, weil ich es hoffe. Sagt Ex-Bundeskanzler Franz Franitzky. Das Gespräch haben wir aus Termingründen am Abend aufgezeichnet. Und zum Thema, wer soll Finanzminister werden, ist in der ZIP 24 heute der Chef des Staatsschuldenausschusses, der Ökonom Bernhard Felderer, zu Gast. Gottfried Haber wollte nicht. Ab 23.26 Uhr in ORF 1.
und damit ins Ausland. 24 Stunden danach sieht es so aus, als hätte es das mit Spannung erwartete Treffen zwischen Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko gestern Abend gar nicht gegeben. Im Osten der Ukraine toben die Kämpfe weiter wie bisher. Und Kiew beschuldigt Moskau, dass wieder russisches Militär in die Ostukraine eingedrungen sei. Konkret ein Konvoi aus Panzern, Truppentransportern und Raketenwerfern. Nach einer raschen Lösung sieht es jedenfalls gar nicht aus, berichtet Rainer Mostbauer. Keine Waffenruhe, kein Gefangenenaustausch, keine Entspannung. In der Ostukraine wird auch heute wieder erbittert gekämpft. Ein Konflikt, der ohne russisches Engagement nicht möglich wäre, sagt der Russland-Experte Gerhard Mangott. Russland ist natürlich mit seinen Waffenlieferungen, mit den Söldnern sehr direkt an diesem Konflikt beteiligt. Zuletzt ja auch mit russischen Soldaten, die in der Ukraine verhaftet wurden. Also Russland trägt wesentlich dazu bei, ob dieser Konflikt fortdauert oder ob man ihn lösen kann. Und es ist natürlich auch ein Propagandakrieg. Der ukrainische Ministerpräsident Arseniy Yatsenyuk erhebt heute schwere Anschuldigungen gegen Moskau. Er wisse von russischen Plänen, die Gaslieferungen in die EU zu blockieren. Das ist ein absolut unwahrscheinliches Szenario, denn Russland ist sehr stark vom europäischen Markt abhängig und Gas- und Ölproduktion machen mehr als die Hälfte des Staatshaushaltes Russlands aus. Würde Russland also die Lieferungen unterbrechen oder ganz stoppen, dann würde das einen sehr hohen Einnahmenverlust für Russland bedeuten. Der ukrainische Regierungschef versucht also Angst zu schüren, um die EU noch weiter auf die Seite Kiews zu ziehen. Aber was führt eigentlich der russische Staatschef im Schilde, der gestern am Rande des Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten so getan hat, als hätte er mit dem Blutvergießen in der Ukraine nichts zu tun? Für Putin ist es wichtig, die ukrainische Regierung zu destabilisieren, ihren Zugriff auf bestimmte Landesteile, eben auf die Zonen in Donetsk und Lugansk, zu unterbinden. Er möchte damit die ukrainische Regierung unter Druck setzen. Er möchte sie zu Zugeständnissen in Verhandlungen bewegen. Militärisch ist der Konflikt nicht lösbar, sagt Professor Mangott. Und die Sanktionen gegen Moskau haben bis jetzt auch nicht die gewünschte Wirkung gezeigt. Wie könnte also eine Lösung ausschauen? Ein diplomatischer Weg ist mühsam, er bedeutet viel Kleinarbeit, er bedeutet, es braucht sehr viel Zeit. Aber diesen Weg muss man gehen und es ist gut, dass gestern in Minsk dieser Weg zu einer diplomatischen Lösung neu begonnen wurde. Alles andere als gute Nachrichten für die Menschen in der Ostukraine. Es ist ein Bericht, der ganz Großbritannien heute schockt. In der englischen Stadt Rotherham, etwa so groß wie Innsbruck, sollen über Jahre hinweg mindestens 1400 Kinder und Jugendliche sexuell ausgebeutet und missbraucht worden sein. Das hat eine eigens eingesetzte Kommission festgestellt, nachdem frühere Untersuchungen folgenlos geblieben sind. Die Behörden in Rotherham hätten jahrelang weggeschaut und den beispiellosen Missbrauchsskandal vertuscht, heißt es. Auch aus Angst vor Rassismusvorwürfen. Aus England Bettina Prendergast. Die frühere Bergbaumetropole Rotherham gehört zu den sozial schwächsten Städten in Nordengland. Kinderarmut ist hier besonders hoch. Jetzt ist sie Schauplatz eines Missbrauchsskandals von unglaublichem Ausmaß. Pakistanische Banden freundeten sich mit vernachlässigten Kindern und Jugendlichen an. Es folgten Gruppenvergewaltigungen. Die Opfer wurden in andere Städte verschleppt, geschlagen und eingeschüchtert. Kinder wurden beispielsweise mit Benzin übergossen, die Täter drohten sie anzuzünden. Sie wurden gezwungen, brutale Vergewaltigungen mit anzusehen. Dann drohte man ihnen, dass sie als Nächste dran seien, wenn sie etwas verraten. Manche Sozialarbeiter ignorierten die weißen Mädchen, die pakistanische Männer des sexuellen Missbrauchs beschuldigten. Man befürchtete, als Rassisten gebrandmarkt zu werden. Jetzt werden auch Vorwürfe laut, Bezirksräte pakistanischer Abstammung sollen mitvertuscht haben. Nur 5 Täter wurden bisher zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Jahrelang dauerte der Missbrauch an und niemand hat etwas dagegen unternommen. Wir sind es hier schon gewöhnt, junge weiße Mädchen mit diesen Männern zu sehen. Das ist normal. Der Vorsitzende des Bezirksrats ist zurückgetreten. Auch der Polizeichef steht unter massivem Druck. Er weigert sich aber zu gehen.
There was a major systemic failure by senior officers in Rotherham. Ranghohe Beamte haben systematisch versagt. Sollten noch Personen in Rotherham in Amt sein, die mitverantwortlich sind, müssen sie gehen. Wir müssen das Vertrauen in die Sozialdienste und Polizei in Großbritannien wiederherstellen. Across the UK, to improve the confidence in both social services and the police when they report children at risk. Die britische Regierung hat eine nationale Untersuchung in eine ganze Reihe an Missbrauchsfällen in anderen Städten Nordenglands eingeleitet. Die britische Regierung verspricht eine lückenlose Aufklärung des Missbrauchsskandals. Aber Rotherham ist kein Einzelfall, das dürften die Minister hier in London auch wissen. Nach Angaben der nationalen Kinderschutzbehörde wurden und werden 1 Million Kinder in Großbritannien sexuell missbraucht. Eine institutionelle Schutzpolitik deckte bisher die Täter. Und wir berichten in dieser Sendung noch über einen österreichischen Autor, der bereits 4,5 Millionen Bücher verkauft hat und der diese Woche seinen neuen Roman vorlegt, gleich nach der Meldungsübersicht. Seit Inkrafttreten der Waffenruhe ist die Lage in Nahost ruhig. Im Gazastreifen organisiert die Hamas Siegesfeiern. Der israelische Premier Netanyahu spricht hingegen von einer Niederlage der Hamas. Innerhalb eines Monats sollen indirekte Gespräche über eine Dauerlösung im Nahostkonflikt beginnen. Gegen die Chefin des IWF, Christine Lagarde, ist in Frankreich ein formelles Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Es geht dabei um ihre Rolle bei einer umstrittenen staatlichen Schadenersatzzahlung an den Unternehmer Bernard Tapie in der Höhe von 400 Millionen Euro. Lagarde war damals Finanzministerin. In Paris ist die neue Regierung zum Ministerrat zusammengetroffen. Im zweiten Kabinett von Premier Valls führt der 36-jährige Emmanuel Macron das Wirtschaftsministerium. Sein Vorgänger Montebourg hatte mit seiner Kritik am Sparkurs die Demission der alten Regierung ausgelöst. Ein Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation, der sich in Sierra Leone mit Ebola infiziert hat, ist nach Deutschland geflogen worden. Dort wird der Senegalese auf der Sonderisolierstation des Universitätsklinikums behandelt. Wenn von einem Buch in Österreich 10.000 Stück verkauft werden, dann hat es schon gute Chancen auf Platz 1 der Bestsellerliste. Der E-Mail-Roman Gut gegen Nordwind von Daniel Glattauer wurde gut 2 Millionen Mal verkauft in 39 Sprachen. Der frühere Journalist Glattauer gilt mittlerweile als Österreichs erfolgreichster Autor mit Bestseller-Garantie. Das sieht man auch an der Startauflage seines jüngsten Romans. Enorme 200.000 Exemplare kommen in die Buchläden. In Geschenkt geht es um einen Journalisten, eine Vater-Sohn-Beziehung, um gute Taten und um eine wahre Begebenheit. Ruth Rybarski und Caroline Thaler berichten. Leicht, aber nicht seicht, so pflegt Daniel Glattauer seine Literatur zu charakterisieren. Doch das ist nicht allein der Grund für seinen Erfolg. Glattauers Wissen über menschliche Sehnsüchte und ambivalente Beziehungen sowie seine wie immer überraschungsreiche Dramaturgie werden auch den neuen Roman Geschenkt zum Bestseller machen. Mit Augenzwinkern und Selbstironie lässt er darin einen vereinsamten Boulevardjournalisten von sich und seinen plötzlichen Erfolgen erzählen. Kaum schreibt dieser in der Zeitung über Finanzprobleme eines Sozialprojekts, schon erhalten die Betroffenen 10.000 Euro, anonym gespendet. In Deutschland sorgt eine ganz ähnliche, wahre Geschichte als Wunder von Braunschweig für Schlagzeilen. Vom Inhaltlichen her war mir der soziale Hintergrund der Geschichte eigentlich das Wichtigste. Es geht um Geben. Und das sollte aber nicht missionarisch und auch nicht irgendwie mit erhobenem Zeigefinger stattfinden oder moralisierend, sondern einfach wie es ist. Obwohl sich Glattauer auch unbehaglichen Themen erfolgreich gewidmet hat, seine schriftstellerische Popularität beruht auf dem Witz und Pointenreichtum, mit der die Charaktere oft ausgestattet sind. Zudem hatte der Absolvent eines Pädagogikstudiums das Glück, vor fast 15 Jahren nicht als Unbekannter mit Romanen zu starten, sondern als arrivierter Journalist und Kolumnist des Standard. Und anders als bei vielen prominenten Literaten wird Glattauers Blick auf die Welt, vor allem in seinem neuen Buch, nicht von Tragik und Tristesse beherrscht. Es geschieht in diesem Buch sehr viel Gutes und irgendwie habe ich mich auch beim Schreiben sehr gut gefühlt. Es hat nämlich, man sollte die ansteckende Wirkung von guten Taten nicht unterschätzen.
Dass manchen Literaturkritikern wohl auch der neue Roman als zu wenig schwergewichtig erscheinen wird, kümmert Glattauer wenig. Wichtiger ist ihm, die Menschen zu positiven Gedanken oder Taten anzustiften, trotz oder eben wegen der vielen Katastrophen auf der Welt. Manchmal kann man über kleine Katastrophen aber auch lächeln, über die verschwundenen 400 SPÖ-Gartenzwerge in Vorarlberg etwa. Die haben es nach der BBC jetzt auch auf die Website der renommierten Washington Post geschafft, die sich sonst nicht so sehr für Vorarlberger Lokalpolitik interessiert. Die entführten Zwerglein sind allerdings noch immer spurlos verschwunden. Sieht nach dem perfekten Verbrechen aus. Das Wetter. Der Sommer nimmt wieder mal einen kurzen Anlauf. In den nächsten beiden Tagen setzt sich ruhiges Hochdruckwetter bei uns durch. In der Früh kann sich morgen stellenweise Nebel halten, meist aber überwiegt von früh bis spät der Sonnenschein. Der Wind ist schwach, die Temperaturen erreichen 18 bis 24 Grad. Überwiegend sonnig auch der Freitag und da wird es überall warm bei Höchstwerten um 25 Grad. Am Samstag treffen von Westen her dann schon wieder Schauerwolken ein. Aber immerhin zwei Tage, sowas wie Sommer. Und damit verabschieden wir uns für heute von den Zusehern auf Dreisat. Danke, dass Sie dabei waren. Einen schönen Abend noch aus Wien. Und bei uns in ÖF2 geht es gleich weiter mit dem Weltjournal und Cornelia Wospanik. Guten Abend. Bei uns stehen heute jene Männer im Vordergrund, die die internationalen Schlagzeilen der letzten Tage dominiert haben. Die sunnitischen Extremisten des Islamischen Staates, die in Syrien und im Irak ein grenzüberschreitendes Kalifat ausgerufen haben. Wer sind diese Kämpfer und wie soll man ihnen begegnen? Jetzt gleich bei uns im Weltjournal. Und die nächsten aktuellen Nachrichten gibt es um 23.26 Uhr in ORF 1, in der ZIP 24. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.